Warum braucht jeder Unternehmer einen kreativen Sidekick? Bevor wir starten, lade ich Sie ein zu einem kleinen Spiel. Und zwar passend zu den roten Kuben, die wir hier sehen, das Spiel Kubus. Und dazu schließen Sie bitte alle mal die Augen. Alle. Ich möchte nicht, dass mich noch irgendjemand anguckt. Und jetzt visualisieren Sie mal eine Wüste. Und wenn Sie die Wüste visualisiert haben, dann stellen Sie sich mal einen Kubus vor. Wo steht der? Wie groß ist er? Aus welchem Material ist der Kubus, den Sie jetzt sehen, in Ihrem Inneren? Wenn Sie den Kubus haben, dann projizieren Sie jetzt mal eine Leiter. Wo steht die Leiter? Was für ein Material sehen Sie da, können Sie anfühlen? Wenn Sie die Leiter haben, dann stellen Sie sich jetzt mal ein Pferd vor. Was ist das für ein Pferd? Welche Rasse, welche Farbe? Wo steht es im Verhältnis zur Leiter, zum Kubus? Wenn das Pferd da ist, der Kubus da ist, die Leiter da ist, dann kommt jetzt ein Sturm oder ein Wind. Was macht der Wind und der Sturm mit dem Gedankenbild, was Sie jetzt haben? Als letztes kommen Blumen. Stellen Sie sich Blumen vor. Wo sind die? Wo wachsen die? Im Verhältnis zum Kubus, zur Leiter, zum Sturm, zum Pferd. Halten Sie dieses Bild in Gedanken gut fest. Und jetzt machen Sie bitte die Augen auf. Was Sie jetzt gerade gemacht haben, war ein schöpferischer Prozess. Sie haben sich alle etwas vorgestellt, was vorher noch nicht da war. Das fällt jedem ziemlich leicht, sich in Gedanken etwas vorzustellen. Was Ihnen alle schwerfallen wird, bis hin zur Arbeitsverweigerung, wäre, wenn ich Ihnen jetzt alle einen Stift geben würde und Papier und würde sagen, zeichnen Sie das mal auf, das Bild, was Sie haben im Kopf. Das fällt uns schwer. Dinge, die wir uns vorstellen in unseren Gedanken, so auf Papier zu bringen, dass andere das genau so sehen können, wie wir das in dem Kopf uns vorgestellt haben. Und da Sie das alle nicht können, abgesehen von den Kreativen, die hier ausstellen, brauchen Sie einen kreativen Sidekick. Was ist denn ein Sidekick überhaupt? Das ist Sherlock Holmes mit seinem Sidekick Dr. Watson. Der Sidekick ist jemand, der der Hauptfigur Unterstützung gibt, Sparringspartner ist. Und genau das brauchen Sie, weil Sie so schwer Kreativität visualisieren können. Machen wir mal ein kleines Beispiel mit dem Pferd. Versuchen Sie mal, ein Pferd zu zeichnen. Ich habe das mal vor ein paar Jahren bei mir in der Familie gemacht und ich habe meine Tochter gefragt, die war damals 4 Jahre alt, elterngeführter Kindergarten, und ich habe zu ihr gesagt, zeichne mir doch bitte mal ein Pferd. Und sie hat mir sofort ein Pferd gezeichnet. Mit all ihrer Fantasie. Dann habe ich meinen Sohn gefragt, er war damals in der 3. Klasse, also schon 3 Jahre Schulerfahrung hinter sich, kannst du mir mal ein Pferd zeichnen? Und auch er hat seinen Bleistift geholt und hat mir ein Pferd gezeichnet. Und da kann man schon mal sehen, was in den ersten 3 Jahren Schule passiert. Da wird schon das Radiergummi genommen und korrigiert. Es ist alles schon sehr viel geordneter. Dann habe ich meine Frau gefragt. Schatz, kannst du mir bitte mal ein Pferd zeichnen für meinen Vortrag? Nee. Ich kann nicht zeichnen, war die Antwort. Ich habe gesagt, doch, du kannst zeichnen. Jeder kann zeichnen. Jeder kann zeichnen. Unsere Kinder können zeichnen und du kannst auch zeichnen. Versuch's einfach mal. Tu mir den Gefallen und überwinde deine Grenze. Und zeichne mir einfach ein Pferd. Es geht nicht darum, dass es schön ist, es geht nur darum, dass du mir ein Pferd zeichnest. Und dann hat sie mir ein Pferd gezeichnet. Und als sie fertig war mit dem Pferd und
sehr stolz auf ihr Ergebnis geguckt habe, hat sie gesagt, hey, mein Pferd kann bremsen. Hätte ich ihr am Anfang gesagt, zeichne mir doch bitte mal ein bremsendes Pferd, dann wäre wahrscheinlich die Blockade noch viel größer gewesen. So zeichnen die meisten Leute ein Pferd, wenn man sie fragt, zeichne mir mal ein Pferd. Von der Seite. Das ist die Norm. Das kann jeder. Es geht aber in der Kreativität darum, diese Norm zu durchbrechen, etwas zu machen, was andere nicht machen. Und deswegen ist die einfachste Möglichkeit, kreative, originelle Ideen zu entwickeln, wenn man sich erstmal genau mit der Norm beschäftigt und diese Norm erstmal für sich definiert, eingrenzt. Und wenn man die Norm definiert hat, dann muss man sie genau analysieren. Und wenn man die Norm analysiert hat, dann muss man sie zerschneiden, zerstückeln, auseinandernehmen. Und mit diesen Stücken, die man auseinandergenommen hat, kann man wunderschöne neue Sachen machen. Nach Herzenslust. Und die Möglichkeiten mit der bestehenden Norm, wenn man sie neu kombiniert, neue Dinge zu machen, sind vielfältig. Und man muss es so lange machen, bis man irgendwas gefunden hat, was einen total begeistert. Und zu dieser Begeisterung, die man dort nutzen muss, um kreativ zu arbeiten, gehört sehr viel Leidenschaft. Und das sehen Sie hier alle an diesen Ständen, wie viel Leidenschaft die Macher, die diese Stände gemacht haben, in ihre Arbeit stecken. Leidenschaft gehört genauso zur Kreativität wie Sicherheit. Und das sagte gestern Dr. Frank Nägele, Staatssekretär des Wirtschaftsministeriums in Hannover, von Niedersachsen in Hannover. Und er hat gesagt, er hat es nicht mit Leidenschaft und Begeisterung, sondern mit Freiheit. Kreativen haben die Möglichkeit, ihre Freiheit auszuleben. Und um diese Freiheit auszuleben, brauchen sie Sicherheit. Das hat er mehrmals betont, dass die Sicherheit bei dieser kreativen Arbeit ganz entscheidend ist. Und damit sind wir schon direkt bei Maslow. Wer kennt nicht die Maslow-Pyramide? Mussten wir alle in der Schule, im Studium durchkauen. Und sie ist so aktuell wie nie für mich, weil genau diese Sachen, die Herr Nägele gestern gesagt hat, die kreative Entfaltung, also die Freiheit, seine Ideen auszuleben, brauchen Sicherheit. Sicherheit hat immer Priorität. Ganz unten die physiologischen Bedürfnisse habe ich jetzt mal weggenommen. Also wir haben alle Essen zu trinken und ein warmes Haus, hoffentlich. Das hat natürlich immer Priorität, aber dann kommt schon Sicherheit. Und zur Sicherheit gehört auch fester Arbeitsplatz, geregeltes Einkommen, ein gutes Einkommen. Und erst wenn das möglich ist, dann kann man sich über kreative Entfaltung Gedanken machen. Aber zwischen Sicherheit und kreative Entfaltung steht natürlich noch etwas. Und zwar Anerkennung und Beziehung. Wir brauchen, wenn wir kreativ arbeiten wollen, Anerkennung und gute Beziehungen. Und das ist für alle Unternehmen extrem wichtig. Die wollen, dass die Mitarbeiter an den Innovationen mitarbeiten, an den Verbesserungen im Unternehmen mitarbeiten. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter Sicherheit empfinden, also auch ein gutes Einkommen haben, Anerkennung bekommen und auch gute Beziehungen haben. Ein gutes Arbeitsklima ist sehr wichtig. Ich habe mal ein paar Umfragen gemacht mit Teilnehmern in meinen Seminaren und gefragt, wann die Ideen von ganz alleine fließen. Und da spiegelt das sehr schön wider, wie wichtig das Arbeitsklima und die Beziehungen sind. Und zwar, die Ideen fließen bei dieser Teilnehmerin, wenn sie unbeschwert ist. Unbeschwert sein, also Sicherheit empfinden, ist sehr, sehr wichtig, um überhaupt kreativ arbeiten zu kommen. Wenn man Sorgen hat oder Ängste hat oder Probleme hat, dann war es das mit Kreativität am Arbeitsplatz. Gute Gespräche sind extrem wichtig. Das beobachte ich. In viel zu wenig Unternehmen wird eine gute Kommunikationskultur gepflegt. Und das haben wir natürlich in der Schule auch antrainiert bekommen. In der Schule war es wichtig, dass man ganz alleine, ohne Abgucken, nicht mit dem Nachbarn spricht, seine Leistung bringt, indem man sein Wissen abruft. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von Kreativität. In der Kreativität muss man genau das Gegenteil machen. Man muss gemeinsam mit anderen Gedanken teilen. Das haben wir gerade schon gehört. Wenn man Gedanken teilt, dann vermehren sich diese Gedanken. Und das ist extrem wichtig. Und
wahnsinnig wichtig ist auch, das hat Herr Nägele gestern auch gesagt, dass er gesagt hat, man sieht, wie alle mit Spaß dabei sind. Also gut gelaunt zu sein, ist auch ein wichtiger Aspekt für Kreativität. Und da darf man als Kreativer auch keine Scheu haben, nur weil einem die Arbeit Spaß macht, dafür auch Geld zu nehmen. Nehmen Sie gutes Geld. Und ich möchte nicht, dass Sie irgendeiner unter 100 Euro seine Dienstleistung anbietet als Kreativer. Nur das ist professionell. Und das verstehen Unternehmen auch. Also, es ist wichtig, dass man gut gelaunt, ohne Sorgen in Unternehmen arbeitet. Und wenn dieser Zustand erreicht ist, dann kann man kreativ arbeiten. Dann sind die Leute auch bereit, mal ein Pferd zu zeichnen. Ohne irgendwie Angst zu haben, dass ihr jetzt sagt, oh, ist das aber hässlich oder das ist falsch oder da musst du mal radieren. Aber so ein Pferd von der Seite, damit kann man natürlich noch keinen Wettbewerbsvorteil rausholen. Damit wird man nicht Marktführer mit so einem Pferd von der Seite, weil es die Norm ist. Wie macht man denn nun eine geniale Idee aus diesem Pferd? Und da habe ich was Geniales gefunden. Also ich finde es genial. Das ist natürlich auch immer eine persönliche Frage, was man so genial findet. Aber dieses Foto finde ich genial. Ein Pferd von unten fotografiert. Kommen Sie ruhig näher dran, wenn Sie es genau gucken wollen. Der Fotograf ist Andreas Berber. Wahnsinnige Fotos. Nur weil jemand mal die Perspektive gewechselt hat. Wir haben schon heute gehört, es gibt hier das 3x3-Angebot, den Perspektivcheck. Arbeiten Sie mit Kreativen zusammen, um die Perspektive mal zu wechseln. Betrachten Sie mal Ihr Unternehmen von unten oder von oben oder von der Seite aus einem Winkel, den Sie vorher vielleicht noch gar nicht so in Betracht gezogen haben. Wie kommt man auf solche genialen Ideen? Und da sage ich Ihnen sofort, das geht nicht von heute auf morgen. Das geht auch nicht, wenn man einmal einen Perspektivcheck macht oder einmal eine Aktion macht oder einmal mit einem Kreativen auf einer Messe spricht. Kreativität ist ein langer Prozess, von der Norm abzuweichen, dauert lange. Und diese vier Elemente ziehen sich durch alle Kreativitätstheorien, die ich kenne, ob es nun Design Thinking ist, Ideas Thinking ist. Und zwar ist die erste Phase immer die Analyse. Die zweite Phase, da geht es nur darum, überhaupt erstmal Ideen zu sammeln, Möglichkeiten zu sammeln, ohne Bewertung. Einfach nur sammeln, sammeln, sammeln. Alles an Quellen auftun, was es gibt. Erst dann kommt die strategische Gestaltung, das Verdichten, das Zusammenführen. Um es dann so umzusetzen, dass man es mit den Sinnen wahrnehmen kann, sehen, anfassen. Und da hatten wir gestern auch ein Vortrag vom Office gehört über Prototyping. Es wird erstmal eine Idee analysiert, dann Möglichkeiten gestaltet und in Prototypen gebaut. Und dann fängt der Prozess wieder von vorne an. Es wird wieder analysiert, es wird wieder geguckt, es werden wieder neue Möglichkeiten entdeckt. Das Problem, was ich beobachte, seitdem ich kreativer bin, ist, dass Unternehmen immer nur Umsetzung haben wollen. Dabei wird vergessen, dass hier eigentlich der Zauber drin ist. Also gemeinsam auch mit dem Kunden vom Anfang an zu analysieren, Ideen zu spinnen, um sie dann wieder zu reduzieren und dann zu gestalten. Und die Umsetzung müssen dann die Experten machen, die Fachleute. Da muss der Kunde sich gar nicht mehr drum kümmern. Wenn am Anfang alles gut analysiert, gute Ideen gefunden sind und gut gestaltet ist, dann wird umgesetzt. Und es fängt immer mit der Analyse an. Am Anfang muss erstmal alles hinterfragt werden. Und ich habe gestern mit Amon Tein gesprochen und wir haben so ein bisschen über Arbeitsklima auch unterhalten und über Filme machen. Und Amon hat mir erzählt, dass er einen Auftrag hatte von einem Unternehmen, die etwas zum Fachkräftemangel machen wollten. Und dann hat Amon erstmal mit der Technik Design Thinking einfach eine Analyse gemacht und ein Research gemacht und herausgefunden, dass Fachkräftemangel gar nicht das Problem ist. Es gibt nicht wirklich einen Fachkräftemangel. Wenn Unternehmen keine Mitarbeiter kriegen, dann liegt das ganz oft daran, dass die eine schlechte Arbeitskultur haben. Also fangen Sie erstmal an, die Arbeitskultur zu verbessern. Geben Sie den Leuten die Bedürfnisse, die Maslow schon gefordert hat. Anerkennung, gute soziale Beziehungen, Sicherheit und kreative Entfaltung. Binden Sie die Mitarbeiter in Prozesse ein.
Ich habe schon so viele Unternehmen auch gecoacht, wo ich immer höre, wenn ich dann mit den Mitarbeitern spreche, ja, was die sich da oben wieder ausgedacht haben. Uns fragt ja keiner. Also diese Resignation ist tödlich für jede Innovationskraft in Unternehmen. Also binden Sie Kreative und kreative Mitarbeiter zusammen und nutzen Sie dieses Potenzial, was Sie dort haben. Hier mein Tipp, machen Sie mal ein Meeting, wo es nicht darum geht, Antworten zu besprechen, sondern wo man sich nur trifft, um Fragen zu generieren. Alles zu hinterfragen. Wie können wir das verbessern? Wie können wir Prozesse, innere Prozesse verbessern? Wie können wir Verschwendungen, die es gibt, das kennen Sie bestimmt als Unternehmer, den kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Jeder, der von Ihnen DIN-zertifiziert nach 9001, 2015 ist oder früher, der kennt den kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Das ist nichts anderes als ein kreativer Prozess. Das ist Design Thinking. Es geht darum, mit Mitarbeitern auch zusammen das Potenzial im Unternehmen auszuschöpfen. Und wenn Sie dann noch eine Sicht von draußen durch einen Kreativen mit reinnehmen, dann können wunderbare Sachen entstehen. Also, warum braucht jeder Unternehmer einen kreativen Sidekick? Vielleicht brauchen Sie das gar nicht. Vielleicht sagen Sie, oh, ich bin ja kreativ genug, meine Mitarbeiter sind innovativ, ich brauche das alles gar nicht, es läuft. Kreative Prozesse haben immer etwas mit Intuition zu tun. Also die Fähigkeit, die Lösungen, die man schon in sich hat, zu erkennen und die zu nutzen. Und deswegen mal einen kleinen Test, um mal zu gucken, wie gut ist Ihre Intuition? Brauchen Sie das überhaupt, einen kreativen Partner, der Ihnen als Sparringspartner aus der Norm heraushilft? Also, die Norm. In dieser Norm habe ich jetzt mal einen Schatz versteckt. Irgendwo innerhalb dieses Quadrates ist ein Schatz vergraben. Und jeder von Ihnen hat jetzt eine Möglichkeit, danach zu suchen. Wenn Sie dieses Quadrat nicht sehen können und diesen Test mitmachen wollen, kommen Sie ruhig nach vorne. Drängen Sie nach vorne, weil Sie müssen jetzt dieses Quadrat sehen. Und es ist wirklich, es geht hier um Kreativität, also nichts von unten oder auf dem Kopf, wie das Pferd oder so. Es ist wirklich, der Schatz ist innerhalb dieser schwarzen Umrandung versteckt. Und jetzt möchte ich Sie mal bitten, nochmal kurz vorher, machen nochmal einen anderen Test. Was glauben Sie denn, wie viele haben den Schatz gefunden? Ich habe das schon mit 300 Leuten gemacht und das habe ich ausgewertet. Was glauben Sie, wie viele haben bisher den Schatz gefunden? Wer ist für 45 bis 50 mal die Hände hoch? Wer ist für 23 bis 29? Die meisten. Jemand anderer Meinung? Herr Fels. Gut. So, dann kennen Sie auch den Schatz, oder? Und ist der Schatz innerhalb des Rechteckes? Kannst du das bestätigen? Ja, also es wird hier nichts getrickst, nichts gezaubert. Strecken Sie mal den Finger aus, kneifen Sie ein Auge zu und zeigen Sie auf die eine Stelle, wo Sie graben würden. Genau jetzt bitte, ich möchte alle Finger sehen, fixieren Sie wirklich ganz genau einen Punkt. Das sind die vier Schätze. Vier? Ja, es sind vier Schätze. Es ist nicht nur ein Schatz, es sind sogar vier Schätze. Und die sind sogar ein Viertel der Fläche. Also richtig großer Schatz. Wer hat denn in diese seitliche Fläche, mal ganz ehrlich, es geschafft, da rein zu zeigen? Ja, wir sind auf einer Kreativmesse. Sehr gut. Sehr gut. Weil in der Auswertung waren es nur 2 bis 4%, die das geschafft haben. Und jetzt sagen Sie, wieso 2 bis 4%? Da stand doch gerade nicht zur Auswahl. Da stand doch was mit 50 und mit 20. Genau. Das ist eben so, wie wir das gelernt haben in der Schule. Da steht vorne jemand, so der Lehrer, der jetzt sagt, so, das ist jetzt die richtigen Antworten und wählt mal. Es wird jede eigenständige kreative Leistung, etwas zu hinterfragen, was da vorgegeben wird, einfach ignoriert. Klar, da stehen Ergebnisse, eins wird schon richtig sein, zack, zeige ich mal drauf. Ich habe gar nicht gesagt, suchen Sie sich aus A oder B, sondern ich habe gefragt, was Sie glauben.
was sie wirklich tief im Inneren glauben, wie viel das sind. Und deswegen ist es auch so schwer, im Alltag kreativ zu sein, weil wir so schnell uns mit dem zufrieden geben, was irgendjemand sagt, was irgendjemand schon mal gemacht hat oder was da steht. Herr Dr. Niegeler in seiner Eröffnungsrede hat gestern auch noch was gesagt, warum Unternehmer unbedingt einen kreativen Sidekick brauchen. Sie haben ja gerade gesehen, es gibt hier viel mehr als 2 bis 4%, die man zu Rate ziehen kann. Herr Niegeler hat gesagt, ohne die Kreativen wäre die Welt ganz schön grau. Und die Kreativen machen die Welt etwas bunter. Und das muss ich etwas konkretisieren. Die Welt ist ohne die Kreativen nicht grau, sondern sie ist schwarz-weiß. Schwarz-weiß ist nämlich die Funktionsweise unserer linken Gehirnhälfte, wo das Sprachzentrum ist, wo unsere bewusste Verarbeitung von Informationen ist. Und wenn Sie mal überlegen, wie wir Sprache betrachten, wir müssen wirklich ins Detail und das Detail nacheinander für uns interpretieren. Nach dem, was wir gelernt haben. So funktioniert Sprache. Wenn Sie eine fremde Sprache sehen würden, könnten Sie damit nichts anfangen. Es ist also ein gelerntes Abrufen von Details, die man sich erschließt. Die rechte Gehirnhälfte ist sehr viel bunter. Die arbeitet mit Bildern. Und Sie können, wobei Sie die Schrift nicht lesen können, egal aus welcher Entfernung, auch wenn Sie ganz nah rangehen, werden Sie Schwierigkeiten haben, das zu lesen, weil es keine Zwischenabstände gibt. Aber von da hinten kann man schon eine ganze Menge Bilder erkennen. Kommen wir noch mal zu dem Bild, was Sie im Kopf hatten. Der Kubus steht für Sie selbst. Der Kubus ist stellvertretend für Ihre eigene Persönlichkeit. Also je nachdem, wie dominant oder klein oder groß der Kubus ist, den Sie sich vorgestellt haben, er sagt etwas aus über Ihre eigene Haltung zu sich selbst, über Ihr Selbstverständnis. Die Leiter zu dem Kubus ist in der Gestalttherapie der Zugang zu Ihnen. Also wie einfach machen Sie es, andere Menschen zu Ihrem persönlichen Inneren zu kommen. Das Pferd steht für Ihren Partner oder für einen Menschen, der Ihnen besonders wichtig ist. Die Blumen stehen für Ideen und für Kinder. Und der Sturm steht für Probleme. Und je nachdem, was der Sturm mit den Blumen macht, wo der Kubus ist, ob er vergraben ist, ob er klein ist, ob er groß ist, also es wird noch ein unterhaltsamer Abend, wenn Sie anfangen, mit den Leuten über die unterschiedlichen Bilder, die dort projiziert sind, mal zu diskutieren, was sie bedeuten könnten. Das ist der schöpferische Prozess, also Analyse, Ideen, Gestaltung und zum Schluss die Umsetzung. Und wie Sie sehen, ist der Kubus immer das Ergebnis der Umsetzung. Und die ganze schöpferische Kraft steckt also in Ihnen selbst drin. Und bei dieser schöpferischen Reise und vor allen Dingen bei dem Austausch gleich, wer welchen Kubus hat, wünsche ich viel Erfolg. Vielen Dank. Stopp, noch nicht ganz. Aus aktuellem Anlass habe ich noch eine kleine Kreativübung mitgebracht. Heute ist nämlich ein ganz, ganz besonderer Tag. Weiß es zufällig jemand? Hat es jemand im Radio gehört, was heute für ein besonderer Tag ist? Es sind noch genau 100 Tage bis Heiligabend. Heute in 100 Tagen ist Weihnachten. Und wer kennt es nicht, wie schnell Weihnachten rumgeht, gerade Weihnachtsgeschenke für als Unternehmen, für andere Unternehmen. Haben Sie das alle schon in der Tüte? Haben Sie schon die Weihnachts-Dankeschön-Aktion? Mitte September in trockenen Tüchern ist alles schon in Druck. Brauchen Sie noch einen Kreativen, der für Sie eventuell eine tolle Einladungs-Dankeschön fürs Jahr-Karte macht für Ihr Unternehmen? Tun Sie mir einen Gefallen, machen Sie keinen Kalender. Ich kriege so viele Kalender. Kalender sind die Norm, keine Kalender. Und nicht irgendwie eine gekaufte Karte. Machen Sie was Individuelles. Suchen Sie sich heute einen Kreativen und gestalten Sie eine wirklich individuelle Weihnachtsgrußkarte. Das würde mich sehr freuen. Und wenn Sie eine kleine Starthilfe brauchen und einen kleinen Denkansatz brauchen, wenn man so eine Idee braucht, ad hoc, dann nutze ich immer das Alphabet.
Und schreibe ich mir alle Buchstaben des Alphabets einmal auf, von A bis Z. Alle Buchstaben schreibe ich mir einmal auf. Und dann fange ich an zu assoziieren. Zu jedem Buchstaben beschreibe ich irgendwie einen Begriff hin, der mit diesem Buchstaben anfängt, wie, das ist mir wirklich wichtig, kein Kalender, bitte kein Kalender. Und so mache ich das durch und schreibe zu jedem einzelnen Buchstaben etwas, was mir einfällt. Das muss gar nichts mit Weihnachten zu tun haben. Irgendwas, was mir gerade in den Kopf ankommt. Und das mache ich ein paar Mal, zwei, drei Mal. Und irgendwann entsteht ein Gesamtbild und irgendwann erkennt meine rechte Gehirnhälfte, warum und in welchem Zusammenhang jetzt die Details wirklich Sinn machen. Und meistens entstehen immer so vier, fünf tolle Ideen, die ich dann weiterspinnen kann und mir jemanden suchen kann, der mir das umsetzt. Ja, ich hoffe, ich habe ein paar Impulse gegeben und gleich anregende Gespräche über Kuben, in den Kuben, über Weihnachtsgrußkarten oder einen Weihnachtsfilm oder was auch immer man schön ist oder eine neue Weihnachtseinrichtung. Also Sie haben ja Möglichkeiten hier genug, die man sich machen kann. Also, gehen Sie mal mit den Gedanken, Weihnachten ist in 100 Tagen. Wie kann mir der Kreative helfen, mein Weihnachtsfest und meine Weihnachtsaktion zu verbessern? Vielen Dank und gute Gespräche.